Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit vielen krassen Teasern, Spoilern zu Wild Woods, was uns in den nächsten Monaten erwarten wird. Und das Ganze ist offiziell von diesem Blog hier, den Star Stable gepostet hat. Also es ist wirklich offiziell und wird kommen. Und da sind so viele krasse Teaser und Dinge dabei, die uns in den nächsten Monaten erwarten werden. Von wilden Elchen, die wir treffen werden, über eine dunkle Magie, die sich ausbreitet in den Wild Woods. Ich werde euch alles zusammenfassen, auf Deutsch übersetzen. Let's go. Genau, das Ganze hier ist ein Blog von Star Stable darüber, wie sie Wild Woods zum Leben erweckt haben, also wie das Gebiet gestaltet wurde, wird und genau. Und fangen wir einfach mal an. Sie schreiben hier erstmal im ersten Teil, Spoilerwarnung direkt. Und ja, Wild Woods ist mehr als ein neues Gebiet. Es ist eine Reise in das wilde Herz von Yorick. Also Wild Woods ist wirklich das Herz von Yorick. Und genau, und hier sehen wir direkt, das Abenteuer hat gerade erst begonnen und in den folgenden Monaten wird es neue Quests, neue Aktivitäten und neue Gebiete in Wild Woods auch, wir haben ja erst einen kleinen Teil, geben, die wir erkunden können und erleben können. Genau, und wir arbeiten sozusagen mit den Yorick Rangern zusammen, um das zu erkunden, wie wir jetzt natürlich schon gemerkt haben im ersten Teil. Genau. Und was wir hier auch lesen, wir reisen hinter die bereits von Menschen entdeckten Gebiete, in die Primal Woods, also halt wirklich naturbelassenen Wälder, wo Tiere leben, wo Yorvikische Wildpferde herumlaufen, werde ich später auch nochmal drauf eingehen, und andere edle Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Und wir lernen über die magische Verbindung zu Pandoria von Wildwoods. Also der Wald ist magisch irgendwie mit Pandoria verbunden, in einer bestimmten Hinsicht. Wie genau das sein wird, wissen wir noch nicht, aber ich bin da auf jeden Fall echt gespannt, was da noch auf uns zukommt. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Absatz. Also, ja, das Wildnis, also das Wildleben mit Tieren, Pflanzen und so weiter. Und sie wollten sozusagen, als sie Wild Woods zum Leben erweckt haben, mehr als Nebelfall bringen. Also Nebelfall ist schon eines der beliebtesten Gebiete, aber Nebelfall ist so ein Nationalpark, der von Menschen durchzogen ist. Und mit Wild Woods wollten sie wirklich die pure Natur, wo nie Menschen waren, nach Yorick bringen. Genau. Also wirklich die unberührte Wildnis, wie wir hier auch lesen können. Von riesigen Mammutbäumen und so weiter, die wir ja hier auch sehen in Wild Woods und jetzt auch schon im Spiel haben, bis hin zu diesen vielen Details, dieses Pflanzenreichtum und natürlich auch das Tierreichtum. Und der eine Designer von Star Stable sagt ja auch, dass es wichtig für sie war, dass der Weg zwischen Nebelfall und Wild Woods sich wie eine Reise in eine andere Welt, in eine naturbelassene Welt anfühlt. Deswegen haben sie auch Rovers Schlucht so, ja, so halt groß und als ob man sich so mega klein fühlt, wenn man da hochgeht und plötzlich ist man in dieser Natur, in diesem Wald. Also, es ist absichtlich so gestaltet und ich finde, das ist ihnen auch wirklich gut gelungen. Genau. Gut. Weiter geht's. Hier haben wir gerade erstmal, hier haben wir den nächsten Punkt und zwar der mysteriöse Hirsch, dem wir begegnet sind in der Quest. Wenn ihr die schon gespielt habt, wisst ihr, was ich meine. Ist verschwunden, bevor wir ihm näher kommen konnten. Hat man ja auch in der Quest schon gesehen, wir haben ihn probiert zu berühren und dann ist er abgehauen. Aber hier steht, wir werden auf jeden Fall ihm wieder begegnen, also in irgendeiner Quest wird er nochmal eine wichtige Bedeutung haben und die werden wir dann kennenlernen. So, momentan können wir schon coole Hasen, kleine Hasen sehen, aber in der Zukunft wird noch mehr Wildnis, noch mehr Wildleben, also noch mehr Tiere kommen. Und zwar Elche, Braunbären und noch andere Tiere. Also Elche und Braunbären sind auf jeden Fall bestätigt von Star Stable, dass wir Elche in der Wildnis sehen. Und dann Braunbären. Das stelle ich mir echt cool vor. Und jetzt zur Story, das ist das wirklich Wichtige. Und ja, die Story beginnt mit den Yorick Rangers, dass wir halt dieses unerkundete Land wieder erwecken, sozusagen, wieder dahin gehen. Und hier steht das auch nochmal mit dem Elch, genau. Und
Ja, in vorhergehenden Quests haben wir viel von den Lebenswächterbäumen gehört, also den zum Beispiel der Lebenswächter auf Südhof, die singende Eibe oder der Lebenswächter, die schlafende Witwe in den vergessenen Feldern, diese Lebenswächterbäume. Und in den Wald wird auch so ein Lebenswächterbaum stehen, und zwar der Wächterbaum, also wirklich was Großes, Sentinel auf Englisch. Wächterbaum, der größte dieser Bäume und der Schützer des Waldes. Und dann, dieser Nachsatz ist noch wichtig, aber nicht alles läuft normal in diesen Wäldern ab. Eine mysteriöse Krankheit oder dunkle Energie oder Krankheit, sage ich jetzt mal, hat das Land ja, erreicht sozusagen. Also eine mysteriöse Krankheit breitet sich aus, ist über das Land gefallen, wie auch immer. Und das klingt ja schon mal sehr interessant. Mehr dazu kommt auch gleich nochmal. Gut, das Herz der Waldwurz, also das Gebiet, was wir noch nicht haben, wirklich die tiefen Wälder, wird dann auch Heimat des Jorvikschen Wildpferdes sein. Und wir werden wirklich die Pferde dann dort in Quests und auch so, denke ich mal, sehen können. Und ja, hier nochmal. Die dunkle Energie, die das friedliche Zusammenleben im Wald sozusagen schädigt, reißt so eine Schlucht zwischen den Jorvikschen Wildpferden auf. Also die Jorvikschen Wildpferde, wie wir sie kennen, normalerweise verstehen sich alle, aber irgendwie gibt es dann da Konfrontationen. Sie werden getrennt und bekriegen sich sozusagen, turning them against each other. Also sie stellen sich gegenüber, sie entzweien sich sozusagen. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Also ich denke mal, unsere Aufgabe wird dann sein, sie wieder zusammenzuführen irgendwie. Also das ist wirklich cool. Und ja, das ist aber nicht die einzige Person, die in diesem Wald lebt. Und zwar werden wir einen alten Mann wiedersehen und seine Familie von Tieren. Und ich denke mal, das ist klar, wer das ist. Und zwar Gary Goldzahn. Und ja, er wird mit seinen magischen Pferden dort zu sehen sein. Und es klingt doch glatt so, als ob Gary dann für immer mit seinen magischen Pferden dort sein wird und wir dort immer die magischen Pferde kaufen können. Das wäre doch cool. Dann wären so Pferde wie Umbra, Isla oder die alten Urpferde, die jetzt auch magische Pferde sind, dort vielleicht für immer kaufbar sein. Wer weiß. Und weiter geht's mit den Charakteren. Und zwar schreibt das Star Stable, dass die Unterschiedlichkeit, also Diversity und sowas, ist sehr wichtig für Star Stable. Und sie haben sich da von Australien inspirieren lassen. Hat man ja auch in der Quest gemerkt. Genau. Ja, schreiben Sie noch ein bisschen was darüber. Das war jetzt aber, denke ich mal, das meiste zu den Spoilern. Hier steht dann jetzt nicht mehr viel drin. Aber hier steht auch nochmal, das ist das gerade, was wir jetzt bekommen haben, war erst der Anfang von dem großen Abenteuer. Und ja, wir werden in den nächsten Monaten noch viel mehr Updates bekommen, wo wir die Geschichte weiter erkunden können und mehr über die Geheimnisse des der Wildwurz lernen können. Und hier steht auch nochmal das Team, was an den Wildwurz gearbeitet hat, und echt großes Lob an die Leute bisher. Es ist wirklich so cool geworden. Und das, was wir hier lesen, ist auf jeden Fall einfach nur faszinierend. Also ich freue mich so unnormal auf diese weiteren Updates, die uns noch erwarten. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr freut euch auch und schreibt gerne echt mal auch eure Meinung zu diesen Teasern von Star Stable hier rein, wie die ganze Story weitergehen könnte, woher diese dunkle Magie kommen könnte, die Waldwurz heimsucht. Ob da Core daran schuld ist, ob die GED daran schuld ist oder etwas Unbekanntes, wer weiß. Werden wir sehen. Vielleicht wird es auch was mit der Story Quest zu tun haben. Und worauf ihr euch beim Wildleben natürlich freut, also Elche und Braunbären wurden confirmed, also die werden auf jeden Fall kommen, vielleicht noch andere Tiere. Schreibt gerne eure Vermutungen dazu rein oder eure Wünsche, die ihr euch noch wünscht für Wildwurz. Denn das Gebiet ist, wie gesagt, noch mitten in der Entwicklung. Und ich denke mal, wenn die Community da noch ein paar gute Vorschläge bringt, kann Star Stable es auch noch einbauen. Genau, das war es erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich auf die nächsten Monate, was da auf uns zukommt. Und freut euch, auch wenn es vielleicht noch eine kleine Zeit dauern wird, bis vielleicht der nächste Teil kommt. Ich denke mal, dieses Jahr nicht mehr. Aber das Ganze mit den ganzen Details braucht natürlich echt viel Arbeit. Da kann ich auf jeden Fall
lasse mir verstehen, dass das ein bisschen länger dauert und freue mich natürlich dann umso mehr, um das Ganze dann irgendwann erkunden zu können. So, das war's jetzt erstmal mit diesem Video. Denkt dran, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!